Stäblibänkli hast du schon gefaltet, jetzt geht es ums Stäbliheben. Das ist ja eigentlich etwas, was wir Schweizer können, oder die meisten können das, weil sie einfach interessiert sind daran, am fremde Kulturen kennenlernen oder sich anpassen. Und wenn du die auseinandergerissen hast, ist das so sehr souverän, um da noch so ein bisschen die Speisen abschleifen, die einem so schwer machen beim Heben. Das kannst du so beiläufig noch machen und dann werden schon wieder alle links und rechts schauen, was jetzt du da am Tun bist, und haben Freude, dass du weißt, dass man das machen kann. Und dann beim Heben. Es gibt viele, die ich gesehen habe, die sich ein bisschen so heben und sich da irgendwie durchbeschissen. Und es geht eigentlich. Und wenn es geht, was willst du dann ändern daran? Falls du nicht zufrieden bist mit deiner Geschwindigkeit oder Greifbarkeit oder dass immer alles runtergeht, dann gibt es einen einfachen Trick. Das obere Stäbli nimmst du so in die Hand, wie wenn du schreiben würdest. Also den Daumen, den Zeigefinger und den Mittelfinger führen den obere, und dann das untere Stäbli schiebst du unten rein, und jetzt mit diesen zwei Fingern da drückst du das Stäbli an den Teil vom Daumen, weil der obere brauchst du ja, dass er beweglich ist. Also wenn du so an drückst, dann bist du da oben nicht mehr beweglich, sondern du hast es im unteren Daumenknochen tust mit deine Finger die andrücken, und dann hast du da oben den Kranen, der beweglich ist, und unten, der muss ganz fix sein. Also wenn du den mir probierst rauszuziehen, hast du keine Chance. Du musst wirklich, dann müsstest du murksen, weil der ist eingeklemmt. Und so hast du oben beweglich, unten schlüpft er nichts weg, und dann kannst du wirklich da dagegen drücken. Jetzt, was auch noch wichtig ist, dass du nicht so hebst, so unten so ein bisschen zusammengekrügelt, sondern eher im hinteren Teil und so ein bisschen längs den Stäbli entlang. Also, dass der obere Finger so richtig führt. Und jetzt hast du schon gemerkt, ich habe es schon ein bisschen anders gehabt, weil ich habe es so. Du musst für dich herausfinden, wie es für dich am besten geht. Also, ich drücke mit dem Mittelfinger gegen den Daumen, und oben durch habe ich nur den Zeigefinger und den Daumen, die es haben. Oder du kannst auch den Ringfinger nehmen, und oben dran hast du gleich drei. Du musst für dich herausfinden, wie es am besten geht. Ganz wichtig, der untere verrutscht nicht und der obere ist beweglich. Und dann kannst du wirklich die Sachen da einfach so nehmen, und es rutscht dir nicht weg, und du hast wirklich den Grip, wo dann dir möglich macht, auch so kleine Sachen, auch Reiskörnchen oder in einem Maiskörnchen oder so aufzunehmen. Und wenn du das üben willst, dann tu dich daheim mal in eine Packung Kichererbsenrohe oder auch gekochte vor dich, und oder mit Kolleginnen zusammen ein Spiel machen, wer am meisten in welcher Zeiteinheit überbringt. Also das ist einfach Übungssache, und wenn du daheim mal jetzt einfach ein paar Wochen lang mit Stäbli isst, dann wirst du sehen, ist das extrem easy und macht also grossen Eindruck in Japan. Spitze gegen links, ich habe es schon mal gesagt, außer du bist Linkshänderin, dann kannst du natürlich so anlegen, sonst ist es blöd für dich zum Nehmen. Aber grundsätzlich ist es so, und wenn du die Stäbli so anlegst, wie es bei uns gang und gäbe wäre, so von unserem Verständnis her, dann ist das so komisch, wie wenn du einen Japaner gesehen hast, der ohne Gabeln anlegt. Also es ist überhaupt nicht etwas Schlimmes, und sie fällt nicht in Ohnmacht wegen dem. Aber wenn du punkten willst, und das ist ja einfach sich zu merken, dann musst du das Stäbli immer, wenn du nicht isst, unten dran am Teller anlegen. Viel Spass und viel Erfolg. Matane!